Jo, moin Leute und damit ein recht herzliches Willkommen zu diesem Selbstexperiment. Wir haben den 2. Januar 2020 und ich starte das Jahr mit einer ganz besonderen, mit einem ganz besonderen Versuch. Und zwar möchte ich jetzt für 30 Tage vegan leben. Und was ich dafür alles umstellen muss und wie das Ganze läuft, da möchte ich euch in diesen Videos mitnehmen. Ich werde so oft es geht filmen und so oft ich es schaffe, Videos hochladen. Die Videos sollen um die 10 Minuten gehen. Von daher werde ich immer dann hochladen, wenn ich das Gefühl habe, ich erreiche gerade die 10 Minuten. Diese Videos werden weniger cinematisch sein als Vlogs, sondern mehr vom gesprochenen Handeln und mehr von dem, was ich einkaufe, esse und ähnliches. Es wird Kochvideos geben weiterhin, die werden aber jetzt vegan sein. Und es wird Testvideos geben, beispielsweise von den ganzen Milchersatzdrinks oder ähnliches. Seid also gespannt, was in diesem Monat alles passiert. Ich freue mich auf das, was kommt. Und jetzt kommt erstmal der erste Einkauf. Wir haben es 13:52 Uhr am 2. Januar. Ich bin aufgewacht. Muss jetzt einkaufen und mal gucken, was alles eingekauft wird. Ich habe gar keinen Plan davon. Ich habe mich nur ein bisschen informiert mit Hintergrundsachen, Shampoo und ähnliches. Und das war es dann aber auch. Beim Essen habe ich keine Ahnung. Da gucken wir jetzt gemeinsam. So, wir sind, oder ich bin zurück vom Einkaufen. Meine Schwestern haben mich begleitet. Und ich habe gekauft. Als allererstes Zahnpasta und Zahnbürste habe ich im DM gekauft. Die Zahnpasta ist vegan friendly, also sollte auch reichen. Und die Bambus-Zahnbürste ist vegan. Ja, das habe ich beim DM gekauft. Dann sind wir zu Markant. Das ist ein Famila-Ableger für den Fall, dass Leute Famila kennen. Da habe ich Blätter gekauft, also einfach ein Butterersatz auf pflanzlicher Basis. Halt, stopp! Bevor jetzt Leute in die Kommentare schreiben, Letta ist gar nicht vegan. Ja, das ist mir mittlerweile auch aufgefallen. Das ist mir nur in dem Moment, wo ich sie gekauft habe, nicht bewusst gewesen, weil ich dachte, Letta würde auf pflanzlicher Basis herstellen. Tun sie nicht, weil sie Buttermilch drin haben. Ich habe die Butter jetzt zur Seite gestellt und werde morgen natürlich neue kaufen. Da habe ich pflanzlichen Fleischsalat gekauft. Da habe ich vegane Schinkenspicker gekauft. Dann noch pflanzliche Nuggets, dann noch vegane pommersche Schnittlauch, das ist schätzungsweise sowas wie Leberwurst und die aus Erbsen, dann noch vegane Schinkenwurst. Ich bin sehr gespannt, wie das alles schmeckt, deswegen habe ich das alles gekauft. Und was auch noch gab, vegane Süßigkeiten, das sind so Trolli-Apfelringe. Bin gespannt, wie es schmeckt. Dann sind wir zu Edeka gefahren und da habe ich mir nochmal ein True Fruits geholt. Da steht zwar nicht direkt, dass das vegan ist, aber nach den Inhaltsanstoffen hinten drauf ist es vegan. Genau das gleiche bei der Himbeermarmelade, steht auch nicht direkt bei, dass es vegan ist, steht aber auch nirgendwo, dass es nicht vegan sei. Also von daher, ja, und nach Inhaltsstoffen ist es vegan, von daher habe ich mir die auch geholt. Dann habe ich mir einen Alpro-Joghurt geholt mit Apfel und Kiwi auf Sojabasis. Bin gespannt, wie der schmeckt. Und dann habe ich mir noch einmal einen Haferdrink, Cashew-Drink und einen Schokodrink auf Sojabasis geholt. Bei den dreien bin ich gespannt. Cashew mag ich an sich, deswegen bin ich gespannt, wie da der Drink schmeckt. Schoko, keine Ahnung, dachte mir, ich probiere es mal. Und Hafer, dachte meine Schwester sich, die soll gut schmecken, deswegen haben wir den auch noch mitgeholt. Und das ist so der erste Einkauf, den ich gemacht habe. Ausgegeben habe ich ca. 32 Euro und das finde ich schon okay. Also, geht schlimmer. Ich bin gespannt, vor allem beim Zähneputzen, wie das hier ist. Heute Morgen habe ich noch zwangsläufig einmal mit meiner alten Zahnpasta und Zahnbürste geputzt. Das war leider nicht anders zu machen, deswegen da bin ich gespannt. Und beim Essen halte ich euch auf dem Laufenden, wie das schmeckt. Jetzt wird erstmal um 15:20 Uhr das erste Mal am Tag gegessen.
bisschen zuschauen konntet, wie ich Tomate und Gurke esse, nichts Spannendes jetzt, habe ich jetzt ein bisschen Schokodrink mir eingeschenkt und werde mich jetzt an die beiden veganen Aufstriche trauen. Wir probieren mal den Schokodrink. Also, Schokomilch mit aus Soja. Ich bin sehr gespannt. Ich selbst mag Soja eigentlich nicht. Es riecht nach Schoko, aber es riecht nach... Du hast schon so einen Getreidegenachgeruch. Sehr strange. Also es schmeckt nicht schlecht, keineswegs. Ist gewöhnungsbedürftig, aber daran kann ich mich gewöhnen. Der Nachgeschmack ist gewöhnungsbedürftig, aber lecker. Das kann man morgens trinken als Kakao. Das geht klar. So, ab zum Aufstrich. Weißt du, diesen vegetarischen Fleischsalat, der war ja ganz lecker. Ja. Aber da war ja auch Ei und alles drin und Mayo und so weiter. Mhm. Da, hier hilft nicht. Bitte. Boah, ist das gruselig. Riecht er genauso wie der vegetarische. Alter, ist das gruselig. Der riecht exakt wie Fleischsalat. Das letzte schmeckt wie Fleischsalat. Das ist gruselig. Bist du sicher, dass der vegan ist? Ich hab nochmal nachgeschaut gerade. Ganz sicher, dass der vegan ist. Also, ich meine, dass da Tofu drin ist oder irgendein Fleischersatz, ist ja klar. Aber das finde ich beim Vegetarischen auch nicht schlimm. Ich habe echt Schiss gehabt vor der Soße oder vor dem, worin das liegt, das Mayo-Zeug. Davor hatte ich ein bisschen Schiss. Aber das schmeckt... Kein Unterschied. Das ist verrückt. Selbst beim Vegetarischen schmeckt man einen Unterschied. Ja, aber der ist so minimal, dass es nicht... Ich bin gerade voll erschrocken. Also positiv überrascht. Sehr positiv. Aber dann kann man mal ein Brötchen sich schmieren, ne? Deswegen, für mich ist der jetzt nicht der krasse Unterschied. Schon deutlich Unterschied, aber er schmeckt gut. Würde ich jetzt tagtäglich Fleischsalat essen, wäre das wieder was anderes. Meine Schwester sagt, schmeckt schon anders, aber schmeckt gut. Also von daher, auch da. Gut. Jetzt bin ich aber bei dem gespannteren Thema. Und zwar die vegane pommersche Schnittlauch. Es riecht nicht nach Leberwurst, aber es riecht nicht schlecht. Oh, ich habe hier schon ein bisschen mehr Hemmung. Also der Fleischsalat. Aber hier. Das sieht nicht lecker aus. Also nicht so richtig schmeckt. Manchmal schmeckt sowas ja auf Brot noch ganz anders. Ich meine, das ist ja Aufschnitt, der ist ja dafür gemacht, dass er aufs Brot kommt oder aufs Brötchen. Und dann gleich das halbe Brötchen schmieren. Das ist nur so viel gewesen. Ja. Es riecht halt einfach auch echt für mich nicht appetitlich. Es ist halt so. Geschmäcker sind anders. Ich hab den Geruch fand ich schrecklich. Den Geruch finde ich besser als den Geschmack. Den Geruch finde ich 10-mal schlimmer als den Geschmack. Hm. Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Mhm.
Also das Ding hole ich mir nicht nochmal. Boah, Alter, ich finde das so ekelhaft. Ich will es eigentlich nicht wegwerfen, weil das ist jetzt voll, aber ich weiß nicht, wohin damit. Gut, ich habe den gefunden, der das ist vielleicht. Gut, wenn es wer mag, ist super. Ich fand es jetzt nicht so geil. Besser als weggeschossen werden. Ja, voll, stimme ich dir zu. So, Leute, mit diesem kleinen morgendlichen Test für die ersten zwei Sachen. Also wie gesagt, Pommesche vegan ist nicht so meins. Der pflanzliche Fleischsalat mit V geht voll klar. Den esse ich ganz gerne. Das wird aber nicht weggeschmissen, das ist meine Schwester. Also von daher auch gut. Und die Alpro Schokomilch, die geht auch voll klar. Die wird auch wieder gekauft. Und damit haben wir doch für den ersten Morgen einen ganz guten Recap gehabt. Und dann mal schauen, wo es weitergeht. Heiliges Kanölenröhrte. Das wird ein interessanter Mörder, glaube ich. Bin gespannt, wie die Wurst schmeckt. Kann so wie die Pommes schmecken, kann so wie der Fleischsalat schmecken. Top or flop. That's the motto. Also von daher würde ich sagen, für dieses Video schon mal Dankeschön. Sollte genug gewesen sein. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ciao.